So erreicht ihr in der neuen Season mega schnell den Unreal-Rang. Und zwar wollt ihr zuerst hier auf der Karte landen. Dort findet ihr eine epische Chest, die ihr looten wollt. Nachdem ihr die epische Chest gelootet habt, lootet ihr noch alle anderen Chests auf der Insel. Nachdem ihr all die Chests gelootet habt, geht ihr hier auf das Launchpad. Mit dem Launchpad fliegt ihr dann auf die kleine Insel gleich daneben. Auf der Insel findet ihr auch nochmal viele Truhen, die ihr alle looten könnt. Nachdem ihr diese Truhen gelootet habt, geht ihr hier in die Toilette rein. Die bringt euch zu den Windrädern, wo ihr mega viel Munition findet und eine Chest. Nachdem ihr das alles fertig gelootet habt, wollt ihr hier die Zipline hochgehen. Wenn ihr oben angekommen seid, könnt ihr mit der Zipline von Windrad zu Windrad und jedes looten. Jetzt kommt aber der wichtigste Teil. Und zwar wollt ihr hier bei dieser Ölinsel mit den Treppen alle Stützpfeiler zerstören. Nachdem ihr alles korrekt gemacht habt, sollte all der Loot von der Ölinsel runterfallen. Das volle Video zu dem Dropspot findet ihr jetzt auf meinem Kanal.